Mein Vater hat dann relativ schnell gesagt, dass meine Talente anderswo liegen. Mein Gast heute, unsere neue Nummer 1, Gregor Kobel. Ich freue mich sehr, dich ein bisschen persönlich kennenzulernen. Danke, ich freue mich auch. Bevor wir einsteigen, erstmal ein Käffchen. Was darf ich dir machen? Gern ein Cappuccino mit Verzierung, vielleicht ein Herzchen, wenn du es hinkriegst. Ich bezweifle, dass ich das hinbekomme. Aber während wir hier, oder während du mir zuguckst, besser gesagt, ich habe ein ganz spannendes Zitat deines Vaters gelesen. Ja. Wahrscheinlich, ja, ich wollte gerade sagen. Ein bisschen nervös, der gesagt, er als Stürmer hätte nie verstanden, warum du unbedingt ins Tor wolltest. Was fasziniert dich daran, dir die Bälle um die Ohren schießen zu lassen? Ist schwer zu sagen. Ich habe schon, wo ich ganz, ganz klein war, habe ich angefangen. Also ich war von Anfang an im Tor. Ich war im Gegensatz zu anderen Torhütern nie im Sturm vorher. Ich bin von Anfang an rein. Ich fand es einfach cool, da im Tor mich in die Bälle reinzuwerfen. Hinten, ich keine Ahnung warum, ist nicht sehr typisch für einen Jungen, aber mir hat Spaß gemacht und mir macht es immer noch Spaß. Hat denn dein Vater nie versucht, dich zum Eishockey zu bekehren? Doch, tatsächlich ja. Ja? Ich war sogar kurzzeitig im Verein. Das war noch vor dem Fußball, da war ich sehr, sehr klein. Aber mein Vater hat dann relativ schnell gesagt, dass meine Talente anderswo liegen. ja. Bei ihm ist ein strenger Mann, ja. Aber war auch gut so. Von daher, ich glaube, ist alles aufgegangen bisher. Ich wollte gerade sagen, also so verkehrt lag er ja damit nicht. Das ist so. So, das ist dein Cappuccino. Super, danke ich mach mir, Dankeschön. Ich glaube, ich mache mir auch schnell einen. Machen wir so. Passt heute. Cappuccino so, passt und so. Dann gehen wir rüber. Gregor, man sagt über dich im Positiven allerdings, dass du ein extrem ehrgeiziger Mensch bist und dass du eigentlich alles dem sportlichen Ziel, dem sportlichen Erfolg unterordnest. Jetzt würde mich erstmal interessieren, ist das im Leben allgemein auch so? Nee, ich glaube, neben dem Fußball bin ich da ein bisschen entspannter. Mhm. Ich glaube, es ist auch wichtig für mich, dass man da so ein bisschen einen Ausgleich hat, wenn man da immer Vollgas strikt nur immer ist, glaube ich, kann man auch so ein bisschen verkrampfen. Ich bin da ein Fan davon, neben dem Platz so ein bisschen lockerer zu sein. Sehr gut. Ja, aber im Fußball natürlich, ja. Ich glaube, das gilt aber fast für jeden, der ganz nach oben kommen möchte. Man muss einfach vieles dem Fußball unterordnen, dass man einfach die Ziele halt erreichen kann. Und auch wenn man dann hier bei Dortmund spielt, wir haben große Ziele und da gehört halt einfach viel, viel dazu. Und das ist auch das, was Spaß macht am Ende. Und wenn man gewinnt, das ist auch das, was Spaß macht. Und deswegen Richtig. Ist es auch unser Ziel. Ne? Aber abseits vom Platz, was ist deine größte Leidenschaft jetzt, wenn wir den Fußball mal wegnehmen? Seit einem Jahr spiele ich sehr, sehr viel Basketball. Aha. Und auch im Gym bei uns haben wir ja einen Basketballkorb und da gibt es manchmal ein paar Duelle. Das macht dann Spaß. Also allgemein, ich gucke mir sehr gerne auch andere Sportarten an. Und ansonsten muss ich sagen, jetzt während der Saison ist relativ wenig Zeit, dass man halt wirklich großartig was unternehmen kann. Gerade mit den englischen Wochen ist man da eher dann so die Zeit, wo man hat, versucht man ein bisschen mit der Familie zu verbringen, mit der Freundin, einfach da ein bisschen Energie zu tanken, um da wieder Gas geben zu können beim Spiel. Ansonsten, ich bin viel am Golfen auch. Golfen macht mir auch wirklich Spaß. Ich habe bis letzten Sommer meine Platzreife gemacht. Mhm. Der letzte Sommer muss für dich ja, oder das letzte Jahr, da ist ja eine Menge passiert für dich offensichtlich. Ja, natürlich musst du immer weiter. Das ist klar. Nee, ich war ein paar Mal drauf, war noch ein bisschen holprig am Start. Ist jetzt auch immer, ich weiß nicht, so durchziehen kann. Klar. Ist immer noch ein bisschen holprig, aber das ist was, wo ich auf jeden Fall noch besser werden möchte. Sehr gut. Aber wenn man so fokussiert ist, aber ich merke schon, du musst auch immer aktiv sein. Das habe ich jetzt so bisschen rausgehört. Mehr, außer mehr. Beim Kaffee trinken, da bist du wohl auch gern gesellig. Stimmt, Kaffee trinken habe ich vergessen. Ja, ja, Kaffee trinken ist auch einer. Das ist sehr gut. Aber wenn man so fokussiert ist in allem, was man macht, was gibt dir denn eigentlich die Energie? Die Leidenschaft am Fußball erstmal, das ist natürlich klar. Das gibt einen großen Schub. Und ich habe halt gelernt, auch jetzt mit der Zeit einfach, dass es gut tut, wenn man sich nebenher auch mit anderen Dingen beschäftigt. Yep. Vielleicht ist es nicht für jeden so, aber für mich auf jeden Fall ist es, glaube ich, ein großer Part neben dem Platz, dass man da einfach andere Interessen auch hat, andere Sachen, wo man ein bisschen wegkommt, wo man ein bisschen durchatmen kann. Und ich versuche da immer wieder neue Sachen auszuprobieren, eben mit mal Golfen, mit mal Basketball spielen. Das sind jetzt Sportsachen oder auch mal einfach ein Buch lesen. Du hast relativ früh,
obwohl du noch jung bist, aber noch viel früher, einen großen Schritt gewagt und bist von der Schweiz zu Hoffenheim in die Akademie gegangen, um dann natürlich Profi zu werden. Aber was wäre denn geworden, wenn Gregor Kobel kein Fußballprofi geworden wäre? Also was hättest du, hast du einen Plan B gehabt? War da irgendwas, wo du gesagt hast, das interessiert mich, Kfz-Mechaniker oder Professor an der Uni oder irgendwie sowas? Jetzt nicht speziellen Beruf. Ich hätte auf jeden Fall eine Erwachsenenmatur nachgeholt. Ich war ja selber im Gymnasium, auch in der Schweiz. Und ich wollte, als ich dann nach Deutschland gekommen bin, habe ich ganz klar gesagt, dass ich eben alles auf die Karte Fußball setze. Ja. Hätte ich jetzt nicht geschafft, weiß ich ehrlich gesagt nicht, in welche Richtung es bei mir gegangen wäre. Ich glaube aber, das hätte ich sicher noch rausgefunden. Aber als Kind gab es da den Feuerwehrmann-Traum, den Polizisten als Kind, und sowas? Nee, da war Fußballprofi. Immer schon? Immer. Ja, obwohl der Papa Eishockey gespielt hat. Was heißt schon immer, natürlich, wo ich ganz klein war, vielleicht jetzt nicht, aber sobald ich halt angefangen habe mit dem Fußball, und das war ja auch schon mit 7 Jahren, war ganz klar, dass ich da Fußballprofi werden möchte. Ich hoffe, ich habe jetzt auch was gefunden, was dir ein bisschen Freude bereitet, obwohl der Tag ja bisher noch gar nicht so schlimm war wahrscheinlich. Und zwar stelle ich dir ein paar schöne Fragen und du versuchst, ohne lang nachzudenken, einfach zu antworten. Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich bin gespannt. Nach dem Training, erstmal Ruhe oder Treffen mit Freunden oder Teamkollegen? Erstmal Ruhe. Lieber Handball- oder Eishockey-Torhüter? Schwer. Eishockey, glaube ich aber. Eishockey. Gigi Buffon oder Iker Casillas? Auf einen Kaffeetreffen. Auf einen Kaffeetreffen? Ja. Buffon. Buffon, okay. Wenn du spontan 2 Tage trainingsfrei hättest, dann lieber nach Hause, irgendwie Heimat besuchen oder Extraschichten einlegen? Nach Hause. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und jetzt weiß ich ein bisschen mehr über dich, aber gerne bald wieder auf einen Kaffee. Sehr gerne, danke.